Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung nach Berlin und für die Möglichkeit, einen Einblick in ein Thema zu geben, das jetzt im Moment wirklich nur ein Einblick ist, weil ich einfach mir vorstellen könnte, auch da noch ein bisschen ausführlicher und tiefer dran zu arbeiten. Der heutige Fokus wäre ein bisschen auf das 18. Jahrhundert gelegt. Die Feder in der Hand, die Papiere vor mir und das E in Rot hat seine Bedeutung, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Vom buchhändlerischen Geschäftsbrief zum Buchhandelsformular, Einblicke in die Arbeits- und Organisationsabläufe in einem Verlagskontor im 18. Jahrhundert. Mit der Einführung des Nettohandels in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlebte das deutschsprachige Buch- und Verlagsgewerbe eine Strukturreform, die sich auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Verleger als auch auf die Arbeitsbedingungen der Schriftsteller auswirkte. Die Ablösung des herkömmlichen Tauschhandels, also Bogen gegen Bogen, weitgehend unabhängig der literarischen Qualität eines Textes durch den Nettohandel, veränderte die literarischen Vertriebsstrukturen im deutschsprachigen Buchhandel grundlegend. Der Austausch literarischer und kaufmännischer Informationen reduzierte sich nicht mehr auf die bloße persönliche Präsenz auf den Buchmessen, sondern fand, und dies war die eigentliche Innovation des Kommunikationssystems, fortan regelmäßig außerhalb der Messezeiten statt. Kommissionsbuchhandlungen gewannen an Bedeutungszuwachs, die nunmehr Buchbestellungen und deren Auslieferungen ganzjährig sicherstellten. Verlagsgeschäft bedeutete die termingebundene Koordination einer Vielzahl an verschiedenen Orten stattfindender Teilgeschäfte. Diese Entwicklung führte auch zu einer beachtlichen Potenzierung der schriftlichen Arbeiten eines Verlegers. Neben der Geschäftskorrespondenz galt es außerdem, eine aufwendige Buchhaltung zu führen. Verleger benötigten herausragende Marktkenntnisse und unternehmerische Kenntnisse, um Geschäftsrisiken einzuschätzen, finanzielle Verluste abzuwenden, um überhaupt strategisch und ökonomisch zielführende Unternehmensentscheidungen zu treffen. Zu diesem gesamten Themenbereich noch immer sehr sozusagen instruktiv die Studien von Bernhard Fischer, der jetzt auch vor 2, 3 Jahren die große Cotta-Biografie geschrieben hat. Im Zentrum eines jeden Verlagsunternehmens befand sich das Kontor, das entscheidende Logistikzentrum eines jeden Unternehmens, in der die unternehmerischen Strategien entwickelt und umgesetzt, Entscheidungen getroffen wurden. Im Laufe des 18. Jahrhunderts erlebten die Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen eines Verlagskontors sichtbare Professionsschübe und Effizienzsteigerungen. Ein schreibökonomisch maximal durchorganisiertes Kontor beschleunigte die buchhändlerische Kommunikation durch den verstärkten Einsatz von gedruckten Formularen, die nur noch handschriftliche Ergänzungen bedurften. Das Kontor als entscheidendes Navigationszentrum des Verlagsunternehmens reduzierte einen beachtlichen Teil der buchhändlerischen Korrespondenz auf Formularvordrucke, die mit deutlich geringerem Zeitaufwand ausgefüllt und versandt werden konnten. Die Optimierungsabläufe im buchhändlerischen Schriftverkehr, die Beschleunigung von unternehmensinternen Kommunikationsprozessen spiegelt sich in der Ausgestaltung von Verlagskontoren, die, betrachtet man zeitgenössische Darstellungen von kaufmännischen Schreibstuben, ein Amalgam von logistisch durchdachtem Schreibambiente und Schreibmöbel bildeten. Zwei Abbildungen, einmal aus dem frühen 18. Jahrhundert, aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, wobei wir schon von Kommissionsbuchhändlern im frühen 19. Jahrhundert diese Karteikästen, dieses System schon haben. Also der Entwicklungsprozess ist sozusagen zu 1920 da gar nicht so augenfällig anders. Ablagesystem in diesem Fall in Karteikästen. Ordnungs- und Ablagesysteme in einem Kontor passten sich hinsichtlich der verschiedenen Formate von Geschäftsbriefen, von Briefkuverts und Formulardrucken an. Das Schreibmöbel selbst wurde passgenau gefertigt, sodass der Verleger mit Blick auf Körpergröße und Umfang
eine optimale Schreibhaltung einnehmen konnte, wichtige Schreibutensilien in Reichweite und innerhalb des Kontors nur kurze Wege hatte. Ein effizient gestaltetes, logistisch durchdachtes, auf Schreib- und Zeitökonomie ausgerichtetes Verlagskontor war entscheidender Impulsgeber für die massive Nutzung von Formularen mit dem Ziel einer maximalen Steigerung der Zirkulationsgeschwindigkeit von kaufmännischen Informationen und Druckmedien. Am Beispiel des bereits erschlossenen und digitalisierten Verlagsarchivs Gebauer in Halle lässt sich diese Entwicklung nachzeichnen. Seit den frühen 1770er Jahren setzte Johann Jakob Gebauer, also der zweite Erbe des Hauses von 1745 bis 1818, die Lebensdaten, geradezu exzessiv Formulare ein. Im Verlagskontor wurden der Austausch kaufmännischer Informationen, die Waren- und Geldzirkulation überhaupt erst in Bewegung gesetzt, die in Gang gesetzten Warenströme vom Kontor aus gesteuert und koordiniert. Autor-Verleger-Korrespondenzen zeigen eindrücklich, wie komplex und vielschichtig sich die Beziehungen zwischen Autor und Verleger im 18. Jahrhundert gestalteten. Bei diesen Briefwechseln handelte es sich gewöhnlich nicht allein um einen Austausch von nüchternen kaufmännischen Informationen. Sie trugen ebenso intellektuelle Diskurse aus und thematisierten privat intime Ereignisse. Krankheit, Geburt und Tod von Familienmitgliedern wurden ebenso aufgegriffen wie persönliche Grußbotschaften und kleine Geschenke an die jeweiligen Ehegattinnen vermittelt wurden. Die Verflechtung von privatem, intellektuellem und geschäftlichem Schreiben spiegelt die vielfältigen Aufgaben eines Verlegers, seine Multifunktionalität im Zeitalter der Aufklärung. Er war der im Umgang mit Geld erfahrene Finanzberater seines Autors. Der Verleger beschaffte auf Wunsch seiner Autoren Luxus- und Gebrauchsgüter und stellte sich als preiswerter Spediteur zur Verfügung. Die wichtigste und heikelste Funktion des Verlegers war sicherlich die des Bankiers. Die Einzelstaaten besaßen differente Währungssysteme, die beim Währungstausch zu doch teilweise massiven Kursdifferenzen und gravierenden Kursverlusten führen konnten. Die Verleger erlaubten ihren Autoren deshalb im In- und Ausland Wechsel, also ein Formular, in das Empfänger, Summe und Datum handschriftlich nachgetragen wurde, auf den Namen ihres Verlagshauses zu ziehen. Gerade die gängige Praxis des unerlaubten Wechselziehens, ein Meister darin war der Autor Georg Forster, der damit immer wieder seinen Berliner Verleger Karl Philipp Spener überraschte, des unerlaubten Wechselziehens, die Autoren gelegentlich hemmungslos auch praktizierten, unterstreicht die herausragende Funktion des Verlegers als Geld- und Kreditinstitut. Die Nennung eines renommierten Verlegernamens ersetzte die für transnationale Geldtransaktionen erforderliche persönliche Bonität. Die Leistung von Netzwerken und Medien im 18. Jahrhundert bestand in der Sicherstellung von Erreichbarkeit und einer schnellen, raumübergreifenden Übermittlung von Informationen. Vordringliche Aufgabe war es, Menschen in ein Netzwerk von Wissensfeldern einzubinden und effektive Techniken der Vernetzung zu entwickeln. Zweifelsohne gehörte der Brief zu einem der zentralen Medien des Ideen- und Warenaustausches im 18. Jahrhundert. Bedeutsamer als die Reichweite war allerdings die Zirkulationsgeschwindigkeit von Informationen innerhalb der Netzwerke. Lothar Müller beschreibt in seiner anregenden Studie Weiße Magie die Epoche des Papiers aus dem Jahr 2012, den Brief deshalb als ein, Zitat, von dynamischen Energieströmen durchzogenes Medium von Speicher- und Zirkulationsprozessen. Doch erst mit der Verbesserung der Infrastruktur des Postsystems waren die fundamentalen Grundlagen für Expansion von Wirtschaft, Handel und Transportwesen geschaffen. Die zentrale Rolle des Briefes in Handel und Wirtschaft spiegelt sich auch in den zahlreichen Briefstellern, die insbesondere im 17. und 18. Jahrhundert auf den Markt kamen. Briefsteller waren Anleitungen, Ratgeber,
für die professionelle und formvollendete Anfertigung eines Briefes. Eines der wichtigsten Werke ist Johann Christoph Stockhausens Schrift Grundsätze wohl eingerichteter Briefe, erstmals in Helmstedt 1751. Diese Grundsätze unterscheiden schon sehr genau zwischen Freundschaftsbrief und Geschäftsbrief. So sind Stockhausens Grundsätze wohl eingerichteter Briefe neben der Vielzahl an kaufmännischen Lehrbüchern, die es auch für das Verlagsgewerbe schon gab, zugleich eine äußerst ergiebige Quelle für die Rekonstruktion des buchhändlerischen Geschäftsbriefs im 18. Jahrhundert. Gerade mit Blick auf Handels- und Geschäftsbriefe verwies Stockhausen auf die juristische Belastbarkeit von schriftlich formulierten Geschäftsanbahnungen und Handelsabschlüsse sowie auf die Archivierbarkeit von Briefen, während mündlich vereinbarte Geschäfte in einem zunehmend komplexeren Handelsgefüge letztendlich vergänglich waren. Den entscheidenden Vorzug des Briefes erkannte Stockhausen in seinem grenzüberschreitenden Kommunikationspotenzial. Zitat: Die entlegensten Weltteile miteinander zu vereinigen, den entferntesten Personen seine Gedanken zu sagen und dies alles ohne Reisen zu tun, das ist der Vorteil, den man in den Briefen ungemein hoch zu schätzen hat. Wie sehr würden unsere Geschäfte leiden, wenn wir mit allen denen Personen nur mündlich reden müssten, die unsere Gedanken wissen sollen? Welche Verwirrungen, welche Langsamkeit, welche Wiederholungen und vielleicht welche Übereilungen würden daraus entstehen? Da sich die meisten auf eine sehr kleine Anzahl von Menschen einschränken müssten, die sie persönlich kennen, wie unbekannt würde man nicht mit der Welt bleiben, wenn man seine Gedanken nicht schriftlich entwerfen könnte. Nur durch die schriftliche Geschäftskorrespondenz konnten Handelsbeziehungen auf- und ausgebaut werden. Vor dem Hintergrund der praktizierten Archivierung von Geschäftsbriefen konnten geschäftliche Transaktionen rekonstruiert werden und dienten bei Bedarf als rechtliches Dokument, galt es, einen Geschäftsabschluss gerichtlich zu klären. Die Geschäftskorrespondenz gewährleistete die Unterhaltung von transnationalen Handelsbeziehungen, ohne dass ein direkter Kontakt der Handelspartner erforderlich war. Zur kaufmännischen Kernkompetenz des Verlegers avancierten unternehmerische Strategien und Verhandlungsgeschick in der schriftlichen und hauptsächlich anonymen Kommunikation. Die Führung eines grenzübergreifend aktiven Verlagshauses im 18. Jahrhundert stellten den Inhaber, seine Prokuristen und Handlungsgehilfen vor große Herausforderungen, allemal im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Hier erforderte allein die Fragmentierung der Wirtschaftsräume mit ihren eigenen Währungen, Zollbestimmungen sowie Verkehrssystemen, ihrer Dezentralisierung der Literaturstandorte ein hohes Maß an kaufmännisch-verlegerischer Fachkompetenz, Funktionalität der Arbeitsabläufe und Zeitorganisation. Herausforderungen, die nur in einem professionell geführten Verlagskontor zu bewältigen waren. Sämtliche literarische und geschäftliche Transaktionen unterlagen dem starren Zeitrahmen der Postbeförderung, dem sogenannten Posttag, an dem ein Verleger gemeinhin nicht persönlich zu sprechen war. Im Fokus dieses Beitrags stehen einerseits die Herausbildung und im zunehmenden Maße einer Normierung unterliegenden Geschäftskorrespondenz im Buchhandel und Verlagsgewerbe. Die kaufmännischen Regeln folgte hinsichtlich ihrer inhaltlichen und formalen Gestaltung. Der buchhändlerische Geschäftsbrief musste, so ein entscheidendes Kriterium, so angefertigt werden, dass dieser später in einem kaufmännischen Ablagesystem abgelegt werden konnte. In einem zweiten Untersuchungsschritt gilt die Aufmerksamkeit dem Verlagskontor und der fortschreitenden Standardisierung von Arbeitsvorgängen in diesem, in Anführungsstrichen, Navigationszentrum. Das Verlagskontor war nicht nur die Schaltstelle in der verlegerischen Kommunikation, sondern auch ein wichtiger Etappenschritt hin zum zunehmenden Einsatz von Vordrucken und Formularen zur Herausbildung einer Waren- und Transportlogistik im Verlagsgewerbe. Ein effizient organisiertes Verlagskontor eines über die eigenen Landesgrenzen hinaus agierenden Verlagshauses, die Organisation der Arbeitsabläufe, Logistik, die Führung der Geschäftsbücher und zeitraubend und dennoch unverzichtbar
eine optimal organisierte Geschäftskorrespondenz. Tätigkeitsfelder, die einer besonderen, im Verlagsgewerbe in dieser Zeit gewöhnlich 6-jährigen Ausbildung bedurften, um alle Aufgaben verantwortungsbewusst zu erledigen. Die Herausbildung von speziellen Schreibutensilien und Beschreibmaterialien wurde flankiert von der Konstruktion funktionaler Schreibtische, die Schreibfläche und Ablagesysteme integrierten, denn das Kontor mit seinem imaginierten Briefraum, so Lukas Hases in seinem bemerkenswerten Promotionsexposé »Das Geheimnis des Erfolgs – kaufmännische Briefschaften zur Mitte des 18. Jahrhunderts«, war zum eigentlichen Ort kaufmännischer Sozialität geworden. Diese wirklich spannende Dissertation steht kurz vor der Fertigstellung und man kann hoffen, dass sie vielleicht Jahresende, Jahresanfang auch publiziert vorliegt. Herr Hases hat sich aber auch mit verschiedenen Beiträgen schon hervorgetan in diesem Gebiet. Also insofern ein sehr spannendes Thema, das er hier verfolgt. Grundsätzlich waren Dichte des verlegerischen Korrespondenznetzes und die Intensität von Geschäftskorrespondenz wichtige Kriterien für die wirtschaftliche Dynamik eines Verlagsunternehmens. Bedenkt man, dass die Verleger im Lauf ihrer Berufstätigkeit je nach Unternehmensgröße und internationaler Marktpräsenz geschätzt zwischen 30.000 und 40.000 Briefe je nach Anzahl von Schreibern und Kopisten auch mehr geschrieben haben, verwundert es nicht, dass bereits im 18. Jahrhundert über technische Möglichkeiten des Kopierens nachgedacht worden ist, die eine nahezu gleichzeitige Anfertigung von Original und Kopie anstreben, denkt man beispielsweise an das sogenannte Abklatsch-Briefbuch der Verleger im 19. Jahrhundert. Ist von Albrecht Schöne der Band Der Briefsteller Goethe erschienen, der dann auch nochmal auflistet und ausarbeitet, in welchem Korrespondenznetz Goethe gestanden hat und eine sehr instruktiv interessante Studie, wenn man sich mit Briefkorrespondenz an sich im 18. Jahrhundert beschäftigt. Und Alexander von Humboldt hat in seinen 70 aktiven Lebensjahren offenbar an die 50.000 Briefe geschrieben. Die Kompetenz, verständliche und angemessene Briefe zu schreiben, besaß im 18. Jahrhundert einen hohen Stellenwert und war nicht nur in der Berliner Latein- und Realschule ein wichtiger Bestandteil des täglichen Unterrichts. Die Vielzahl an Briefstellern und Briefmusterbüchern im 17. und 18. Jahrhundert spiegeln die Bedeutung der Briefkorrespondenz und die fortschreitende Ausdifferenzierung von Privatbrief und kaufmännischen Briefen, flankiert von kaufmännischen Lehrbüchern, die dem Anfertigen von Geschäftskorrespondenz angemessenen Raum gewährten. Zu einem der bedeutendsten und bereits erwähnten in mehrfachen Neuauflagen erschienenen Briefstellern des 18. Jahrhunderts gehört besagter Johann Christoph Stockhausen, der neben der inhaltlichen Gestaltung von Briefen vor allem deren visuellen Konzeption breiten Raum gewährte, offenbaren und diese Schriften offenbaren nachdrücklich, in welcher Weise die äußere Gestaltung eines Briefes bereits substanzieller Bestandteil der Kommunikation zwischen Absender und Empfänger war. Die Nichteinhaltung des formalen Regelwerks wurde vom Empfänger einer kritischen Bewertung unterzogen, noch bevor er den Inhalt des Briefes überhaupt zur Kenntnis nahm. Die äußere Gestaltung eines Geschäftsbriefes war maßgeblicher Bestandteil der Vertrauensbildung im zunehmend anonymen Handelsverkehr im 18. Jahrhundert. Gleichwohl, der Geschäftsbrief hatte sich dem Diktat von Zeit und Tempo unterzuordnen, sodass es nicht allererst darum ging, schön zu schreiben. Dennoch, so Stockhausen, komme der sozusagen der Schönschrift, der Art und Weise, wie der Brief sozusagen ankommt, dem sprachlichen und formalen Regelwerk eines Briefes eine außerordentlich hohe Bedeutung zu. Die Anfertigung eines Briefes bedurfte geregelter Vorbereitungen und erfolgte nach schematisierten Arbeitsabläufen. Eine immer wiederkehrende Grundbewegung brachte bereits Lichtenberg in seinem Brief vom 25. November 1772 an seinen Verleger Johann Christian Dieterich pointiert zum Ausdruck. Die Rechte oszilliert vom Brief nach dem Tintenfass und vom Tintenfass nach dem Brief.
ein klar zu berechnender Bewegungsablauf, der sich in der Schreibfläche eines Stehpuls und Anordnung des Tintenfasses und anderer Schreibutensilien in einem Verlagskontor widerspiegelt. Eine der instruktivsten Studien über die Briefkommunikation im 18. Jahrhundert liegt sicherlich mit der Untersuchung Lichtenberg, der Briefschreiber, von Ulrich Jost aus dem Jahr 1993 vor. Die Briefkorrespondenz von Lichtenberg mit Schriftstellerkollegen und Verlegern bietet ohnehin einen schier unerschöpflichen Fundus zu diesem Thema, weil Lichtenberg gerade die Kuriositäten des Briefverkehrs aufspürte und lustvoll kommentierte. Lichtenbergs Kommentierungen bergen beachtliches kulturgeschichtliches Potenzial, beispielsweise über die Konvention, nach Fertigstellung eines Briefes den Briefbogen zu beschneiden. Die Papierschere war ein unverzichtbares Utensil im Briefschreibevorgang, denn der Versand eines nicht beschnittenen Briefbogens galt schlicht als unhöflich. Die Schere war außerdem ein Instrument des Exzerpierens, wenn Textpassagen oder Randnotizen von einem Briefbogen abgeschnitten wurden. Das Beschneiden bzw. Abschneiden von Text bedeutete gegebenenfalls auch die Trennung einer privaten Randnotiz vom verlegerischen Alltagsbericht. Das Zerschneiden von geschäftlichen Briefen konnte auch zielführend sein, galt es beispielsweise unterschiedliche geschäftliche Transaktionen, die innerhalb eines Briefes festgehalten wurden, in unterschiedlichen Ordnungssystemen aufzubewahren. Die Anfertigung von Briefen bedurfte stabilen Schreibbedingungen und Utensilien, die ein Handelskontor gemeinhin bereitstellte. Sie sehen die Vielzahl von Instrumenten, wo man auch die Feder schneiden musste, also ein ganzes Sammelsurium. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann schon für Reisende, für den mobilen Geschäftsmann ein mobiles Schreibset, das dann auf der Reise mitgeführt werden konnte. Schreibtisch bzw. Schreibpult, Feder und Tinte, ein Tintenfass und die unverzichtbare Streubüchse, um die noch feuchte Tinte mit Sand abzulöschen. Als Schreibgerät war der Gänsekiel weit verbreitet. Es zirkulierten nicht nur Empfehlungen, welche Federn einer Gans sich besonders für das Schreiben eigneten, sondern auch Anleitungen, wie eine Gänsefeder zugeschnitten sein musste. Je nach Zuschnitt konnten etwa 15 Seiten, ca. 20.000 Buchstaben, geschrieben werden, bevor die Feder nachgeschnitten werden musste. Das gleichmäßige Schreiben mit Gänsekiel bedurfte einer gewissen Übung und der Herausbildung eines Rhythmus, wonach alle zwei Zeilen die Feder erneut in Tinte getaucht wurde. Unterschiedliche Strichbreiten und Tintenkleckse galt es zu vermeiden. So wollte also schon das Schreibgerät gut ausgewählt sein, galt die Gänsefeder im 17. Jahrhundert noch als Handelsware des Hausierers, avancierte sie im 18. Jahrhundert als bereits geschnittene Feder zum Verkaufsobjekt von Papiergeschäften, die hochwertige Federn aus Norwegen und Irland, Polen, Pommern oder Litauen importierten. Als Tinte bewährte sich Eisengallustinte, die bereits in der Antike als Farbmittel bekannt war. Gelegentlich wurde auch rote Tinte verwendet, um nachträgliche Anmerkungen und Arbeitsvermerke hervorzuheben. Der Briefwechsel zwischen Adolf Freiherr von Knigge und Friedrich Nicolai dokumentiert diese Praxis eindrücklich. Hier sieht man, was sich das Rot durchschimmern ist, hier schlecht sichtbar, weil es Handyfotos sind. Das werden wir mal spätestens, wenn wir es digitalisiert und erschlossen haben, glaube ich, besser sichtbar machen können. Was man aber sieht, sind die Randnotizen, die man sozusagen zum Geschäftsbrief machte. Auftrag erledigt oder Zustellung ist erfolgt. Das kann man gerade bei Nicolai-Briefen wunderbar dokumentieren. Nicolai vermerkte persönliche Einschätzungen von geschilderten Sachverhalten, meist mit roter Tinte, notierte, ob und wann der Brief beantwortet wurde, etc. Das Anfertigen von Geschäftsbriefen mit Tinte war allerdings obligatorisch und unterstrich die Bedeutung des Schreibens und im amtlichen Sinne, im juristischen Sinne, die Echtheit des Dokuments. Schreiben mit Bleistift dagegen galten lediglich als informelle Notizen, obwohl beispielsweise das Abfassen von Texten mit dem Bleistift deutlich weniger aufwendig war und eigentlich ja sehr viel schneller vonstatten ging. Von Goethe wissen wir, dass er bevorzugt mit Bleistift schrieb,
fühlte er sich doch vom Kratzen der Feder in seiner Konzentration gestört. Lichtenberg schrieb allerdings 1797 an den Bibliothekar Reuß in Göttingen ein Billet, also eine Kurzform, eine Karte, mit unmissverständlichem Hinweis auf das Informelle. Halten Sie eine Antwort für nötig, so bitte ich nur um eine mit Bleistift in 3 Worten, wie an einen Buchbinder. Ich muss dann wissen, der Buchbinder meistens in der Stadt oder in der Gemeinde vor Ort war, oft auch Hausbesuche machte, dann bei den Kunden. Und dann musste man das ganze Titular, die Formalitäten nicht einhalten. Dann konnte man mit Bleistift schreiben und die Redewendung wie an einen Buchbinder bedeutet hier eine Schreibnotiz mit Bleistift. Die Fixierung einer Kurzinformation auf einem Billett mit Bleistift war eine der zügigsten und informellsten Formen des Nachrichtenaustauschs und fand ja meist zwischen Korrespondenten statt, die in derselben Stadt wohnten. Und um 1900 wurde das Billett dann vor allem von Telegramm und irgendwann vom Telefonat abgelöst, zum Nachteil der Forscher, die bei Telefonaten natürlich dann keine Dokumentation mehr haben. Ein weiteres Augenmerk galt der Auswahl des Briefpapiers. Für die verschiedenen Korrespondenzformate standen unterschiedliche Papiersorten zur Verfügung. Als preiswert galt das Schreibpapier, das unbeschnitten erworben wurde und viel Schreibfläche bot. Der Absender war in diesem Fall angehalten, den Briefbogen vor dem Versand selbst zu beschneiden, wobei er darauf zu achten hatte, dass es zu keinem Textverlust kam. Auch beim Kanzleibogen handelte es sich um Schreibpapier, dessen Format nach dem Beschneiden bei etwa 33 x 21 cm lag. Ein Briefbogenformat, das bis zum Ersten Weltkrieg in Ämtern und Kanzleien üblich war. Das Kanzleipapier erlebte, flankiert von der Entfaltung des Behördenwesens im 17. Jahrhundert, eine beachtliche Konjunktur und wurde von Papierhändlern in verschiedenen Ausführungen bereitgehalten. Der Klein- oder Handschriftenfoliobogen besaß nach einmaligem Falten ein Format von etwa 27 x 19 cm. Ein Bogen wurde so gefalzt, dass dem Absender 4 Seiten zur Verfügung standen, wobei eine Seite leer bleiben musste, weil sie nach dem Zusammenfalten als Adressfeld diente. Nikolais Korrespondenz hatte gemeinhin das Format 23 x 18 cm, also in etwa ein Bogenformat. Gefaltet und kuvertiert reduzierte sich das Schriftstück auf etwa 11,5 x 8 cm. Und man kann sehen, dass hier an der Falzung, die schimmert noch durch. Ich habe noch ein Beispiel aus dem Gebauer Archiv, wo es deutlicher ist, sozusagen, dass das mittlere Feld, das man hier sieht, sozusagen dann auf der Rückseite als Adressfeld diente. Und ich habe es auch mal sozusagen versucht, so natürlich nicht mit dem Original, aber mit einem Papier, sozusagen in der Größenordnung selbst dann nachgeschnitten habe, das mal die Falzung nachzumachen. Also es macht natürlich völlig Sinn, dass man kein eigenes Kuvert braucht, genau so das zu beschriften, dass man dann nach der Falzung entsprechend den Brief auch versiegeln konnte. Auf Geschäftsbriefen finden sich häufig handschriftliche Nachträge, die noch schnell vor Kuvertierung des Briefes nachgetragen wurden, galt es, einen Informations- oder Arbeitsstand zu aktualisieren. Gelegentlich, so konnte es Hasis in seinem Beitrag das Papier, das nötigt und Zeit, die drängt, übereilt, aus dem Jahr 2015 nachweisen, beschrieb der Absender noch die Fläche des Papiers, die schließlich in einem letzten Arbeitsschritt als Teil des Kuverts gefalzt wurde. Und auf diese Weise wurde die letzte Gelegenheit für eine Aktualisierung des Sachstands genutzt, die vor dem Versand des Briefes überhaupt noch möglich war. Eine Variante von Aktualisierung war auch die bündelweise Lieferung von Geschäftsbriefen in einem hier eigens gefertigten Umschlag, das heißt das absichtliche Ruhenlassen des Geschäftsvorgangs, dessen Aktualisierung und schließlich der Versand als eine Form von Sammelbrief. Eingelegte Notizen hatten das Format von 17,5 x 13 cm, kleinformatiger, damit es auch problemlos in das Kuvert passte. Der gefaltete Briefbogen wurde nach Falzung versiegelt. Beim Nachrichtenaustausch innerhalb einer Stadt wurde auf das Siegel oftmals verzichtet. Doch die Falzung eines Briefbogens konnte so speziell sein, dass der Empfänger sofort bemerkte, ob der Brief heimlich geöffnet worden war, denn die komplizierte Falzung konnte nicht unauffällig nachgeahmt werden.
Die Kuvertierung erfolgte nach einem strengen, standardisierten Reglement. Allein an der gewählten Art von Kuvertierung lässt sich eine der vielfältigen Rationalisierungsmaßnahmen im Verlagskontor aufzeigen. Die nach der Falzung zur Verfügung stehenden 3 Seiten waren bereits eine Vorgabe mit Blick auf Format und Textumfang. Hier sieht man es besser, das ist sozusagen ein Pränumerationsschreiben zur allgemeinen Welthistorie im Verlag Gebauer aus dem Jahr 1746. Und da sieht man jetzt auch das Adressbuch und durch die Verfärbung auch die Falzung besser und auch noch den Abdruck vom Siegel. Für besondere Anlässe wie beispielsweise Hochzeiten oder Trauerfälle gab es dann Briefbögen mit Goldschnitt oder Kondolenzbriefe mit Trauerrand. Die sahen dann so aus und im preußischen Staatsarchiv hatte ich in den Zensurakten auch vielfach Briefe mit Trauerrand, wo nicht zu erschließen war, dass nun ein Regent oder ein Buchhändler gestorben war. Also entweder die schwäbische Sitte, dass man das Papier aufbrauchte, was so sozusagen eigentlich im geschäftlichen Verkehr so nicht ging. Ich hatte auch Frieder Schmidt in Leipzig gefragt, der das Phänomen nicht kennt. Und in anderen Briefen mit Trauerrand ist natürlich dann, kann man recherchieren, ob sozusagen bei öffentlichen amtlichen Schreiben ist der Trauerrand immer gegeben, wenn jemand aus der Regierung gestorben ist. Und wenn ein Buchhändler oder Verleger einen Trauerrand nutzte, dann war meistens ein Familienmitglied oder ein Firmenzugehöriger gestorben. Aber diese Dutzende von Trauerrandbriefen im preußischen Staatsarchiv, wo mir zumindest schien, keinen Todesfall nachvollziehen zu können, ist mir bislang noch unklar, konnte mir auch vor Ort niemand eine Idee dazu liefern. Um das Verschmieren der noch feuchten Tinte zu vermeiden, wurde die Streubüchse eingesetzt, doch es galt als unhöflich, den Empfänger nach Erbrechen des Briefes den getrockneten Sand auszusetzen, den er von Schreibtisch und Kleidung zu blasen hatte. Es war Ausdruck der Wertschätzung des Empfängers, die Tinte ohne Hilfsmittel trocknen zu lassen. Der Faktor Zeit als eigene Währung, zugleich ein Zeitverlust, den sich jedenfalls Kaufleute nur selten leisten konnten, weil es den Arbeitsablauf im Kontor störte, wenn dann der Brief noch offen lag und trocknen musste, und für den Geschäftsmann stets ein schwieriger Balanceakt und er musste dann entscheiden, wie viel Wertschätzung und Zeit er seinem Empfänger entgegenbringen wollte. Im Geschäftsverkehr wurde gewöhnlich ein halber Bogen in Folio von oben herunter beschrieben, eine Anregung, die offenbar von Georg Christoph von Lichtenberg aus dem Jahr 1786 stammt. Und nochmal eins weiter. Ich konnte diese Lichtenberg-Stelle noch nicht verifizieren. Über das Jahr sollte es gelingen, wenn die Information stimmt. Da Lichtenberg nun ein professioneller Briefeschreiber war, ist es durchaus denkbar, dass er sozusagen für die Idee des halben Bogen den Impuls lieferte. Aber wie gesagt, es ist noch nicht verifiziert. Ein breiter Rand war natürlich sinnvoll, wenn zunächst zum Beispiel Konzeptbriefe gefertigt wurden, die um Anmerkungen, Korrekturen ergänzt, in einem zweiten Arbeitsschritt von einem Handlungsgehilfen ins Reine geschrieben wurde. Vorgegebene Briefpapierformate im eigentlichen Sinne gab es nicht, aber die Qualität des Papiers und die Frage, ob ein separates Kuvert gefertigt wurde, korrespondierten stets mit der sozialen Stellung des Empfängers. Bei den Kaufleuten ist vielfältig der Gebrauch, dass sie ihre Briefe auf einem halben Bogen in Folio die Länge lang von oben herunterschreiben. Andere brechen solchen und schreiben alsdann in Quart oder nehmen auch wohl gar nur ein Quartblättchen. Dieses steht in eines jeden Belieben, so wie in dem letzten Falle, ob man nach der Breite oder nach der Länge von oben herunterschreiben wolle. Der Wohlstand verlange, dass das Papier weiß, rein und gut, wo nicht sei und vorher sauber beschnitten worden. Schreibt man an hohe Personen, so nimmt man auch wohl auf dem Schnitte vergoldetes Papier. Sonst würde es zu eitel und zu sehr geziert aussehen, also wenn man es noch mehr einfärbt. Gleichfalls werden bei Ihnen ganze Bogen oder doch wenigstens, wenn es nur Privatschreiben oder Handbriefe sein sollen, halbe Bogen von den größten Formaten in Quart gefalzen oder sogenanntes Kavalierpapier genommen.
Das Kavalierpapier hatte eine Formatgröße von 46 mal 62 Zentimetern, also eines der größten Formate, das wir in diesem Kontext haben. Portokosten waren so exorbitant hoch, dass, wann immer möglich, dünnes Papier genutzt wurde, das aber dennoch blickdicht sein musste oder nur einseitig beschreibbar war. Geschäftsleute, die ein hohes Korrespondenzaufkommen hatten, nutzten gewöhnlich das vom Buchbinder bereits beschnittene Papier. Im 18. Jahrhundert galt es als unhöflich, Orts- und Datumsangabe wegzulassen, weil im Normalfall keine gesicherten Erkenntnisse über die Entfernung zwischen Absender und Empfänger sowie Versanddauer vorlagen. Beim Geschäftsbrief erfüllte Orts- und Datumsangabe zudem eine formaljuristische Funktion, weil es sich um eine rechtsfähige Terminfestlegung handeln konnte. Denkt man beispielsweise an die zeitliche Befristung von Preiskuranten oder die Festlegung von Wechselkursen, so gewann die Datierung eines Geschäftsvorgangs an Relevanz, galt es nachzuweisen, dass eine Ware fristgemäß und unter bestimmten Konditionen geordert wurde. Stockhausen plädierte in seinen Grundsätzen wohleingerichteter Briefe dafür, das Kopfdatum, Zitat, gleich oben zur rechten Hand der ersten Seite des Briefes zu platzieren, eine Regelung, die in seinem Sinne nur den Geschäftsbriefen vorbehalten war. Nicht-Kaufleute sollten Orts- und Datumangabe am Schluss eines Briefes links von der Unterschrift anbringen. Die exakte Einhaltung der Platzierung von Ortsangabe, Datum und Empfänger im Handelsverkehr war unabdingbar, weil die Briefe in jedem Kontor nach einem normierten Ablagesystem einsortiert werden musste. Und hier haben wir auch am Beispiel Nikolai, ich habe es dann, also es ist dieselbe Kopie, ich habe es dann nur einmal hochkant gestellt, da sieht man das Adressfeld, also an Nikolai, Buchhändler Berlin, und er hat oben mittig in das Feld, Jahres 1800, September, Gräf Leipzig notiert, und das wird jetzt nochmal wichtig, wenn wir uns dann vor Augen führen, wie abgelegt wurde und wie man Briefe wieder gesucht hat, wenn man sie für einen Geschäftsvorgang wieder auf Wiedervorlage benötigte. Nikolai orientierte sich an diesem Orientierungssystem und kommentierte auch selbst, dass die von, an ihn adressierten Briefe, Zitat, vom ersten Anfange an immer in kaufmännischer Ordnung gelegen hätten. Und das heißt, dass sie dann auch nach Jahren geordnet waren. Wir haben hier sozusagen eine andere Falzung bei Gebauer, aber wir haben auch oben dann hochkant zumindest die Notizen für die Einordnung der Briefe dann im Verlagskontor. Und nochmal ein Beispiel Nikolai, da ist sozusagen um das Siegel drumherum geschrieben worden, aber auch wieder Datum, erst das Jahr, ganz wichtig, wenn man nach dem Jahr erstmal sortiert hat, Datum und dann auch noch eine Erklärung, Zahlen, kleine Zahlenkolonne, was dann vielleicht schon geliefert, bezahlt worden ist, also ein Sachstand, Mitteilung. Nikolai hat sich erst im Nachhinein entschieden, ein anderes Ablagesystem nach Absender zu wählen, weil er da merkte, er sucht wohl öfter eher nach Absendernamen und hat dann sozusagen das Briefsystem umorganisiert, aber nach Jahreszahl, das war eigentlich das, was man in kaufmännischer Ordnung verstanden hat. Neben dem deutlichen Vermerk der Jahreszahl notierte der Verleger auf der Rückseite des Briefes, also Name des Absenders, Empfangsdatum, Ortsangabe, von wo aus die Antwort erfolgte, gerade für Nikolai, den Vielreisenden, eine wichtige Gedächtnishilfe, ob er von Berlin aus antwortete oder von München aus oder Passau oder wo immer er gerade seine Korrespondenz erledigte. Die Einfügung von Stimmungselementen, beispielsweise die Ergänzung von Ort und Datum um eine exakte Uhrzeit oder Lokalität, wie etwa Sonntag, die Suppe auf dem Tisch, hatte in Geschäftsbriefen natürlich nichts zu suchen. Die gezielte Verwendung von Fremdwörtern konnte aus einem tendenziell freundschaftlichen Austausch in Teilen einen Geschäftsbrief kreieren. Die Verwendung von Fachtermini wie Sekundarbrief, ein bereits protestierter Wechselbrief, oder die Unterschlagung von Pronomen der ersten Person, also nicht ich habe quittiert, sondern lapidar habe quittiert, verwiesen auf eine versachlichte Tonlage.
So informierte Lichtenberg seinen Verleger Dietrich in einem durchaus privat gehaltenen Brief vom 3. März 1772, dass er einen Wechsel eingelöst habe. Lieber Dietrich, durch diesen meinen Sekundarbrief, der erste nichtsdestoweniger gültig, avertierte, dass eure zwei Briefe nebst einem Kupferstückel mit Adolf Klotz markiert richtig erhalten. Und dann privat, grüßt mir Christelchen, scheuert eure Stube und dankt Gott, dass ich fort bin. Der Begriff des Sekundarbriefs stammte aus dem Wechselgeschäft. Wechsel wurden gewöhnlich ja in mehreren Ausfertigungen geschickt, um sicherzugehen, dass der Empfänger wegen der Unwegsamkeit der Post wenigstens eine Ausfertigung auch definitiv erhielt. Eine besondere Herausforderung beim Verfassen eines Geschäftsbriefs war die Schriftverteilung auf dem Briefbogen, sozusagen die Papierbewirtschaftung oder die Bewirtschaftung der weißen Fläche, die einerseits Bestandteil der Schreibökonomie sowie des kaufmännischen Ablagesystems war, andererseits eine wichtige Rolle innerhalb des sozialen Gefüges spielte, in dem sich Absender und Empfänger bewegten. Von hoher Bedeutung war daher der sogenannte Devotionalraum, der Abstand zwischen Anrede und Brieftext. Je breiter die Distanz zwischen Anrede und Text, umso höher die Stellung des Adressaten. Der Abstand zwischen Anrede und Brieftext sollte wenigstens 3 Finger tragen. Papier und Porto waren teuer. Ein sorgloser Umgang mit diesen Ressourcen war eine Geste, die der Empfänger sehr genau zu interpretieren wusste. Und man sieht hier, dass es ein vollkommen zugeschriebenes Blatt Papier ist, wo man ganz auch offenbar dann jemand schrieb, den man gut kannte, wo man ein bisschen darauf verzichten konnte, auf diesen äußeren Rahmen. Und dann aus dem Nikolai-Brief, links ist es ein bisschen schwach vom Abdruck, aber man sieht natürlich den Abstand zwischen Anrede, Text, also ein sehr großzügiger Umgang mit dem sehr teuren Papier. Und wenn man 2-3 Papierbogen dann brauchte, wurde ja auch das Porto entsprechend teuer. Der 4 bis 5 Zentimeter breite Rand an der unteren Seite des Briefbogens, man sieht es dann drüben auf der linken Seite, war der bloßen Schreibtechnik geschuldet, denn der Unterarm des Schreibers ruhte ja auf dem Schreibpult und die Feder erreichte den unteren Bereich des Bogens daher nur eingeschränkt. Oberstes Gebot eines jeden Geschäftsbriefes war eine saubere, gut leserliche Schrift. Fehlerträchtige Briefe verrieten nämlich, so die Schreibmeister, Zitat, eine große Schlottrigkeit, teils auch eine geringe Achtung für denjenigen, an den man den Brief ablässt. Eine denkbar ungünstige Ausgangslage für eine erst anzubahnende geschäftliche Transaktion. Ein ganz besonderer Balanceakt im Geschäftsakt war das Titular. Vor dem Hintergrund der enormen Titelvielfalt gerade im deutschsprachigen Raum schien es nicht realistisch, allen Titeln eines Empfängers gerecht zu werden. Über diese Formeln wurden Professionalität, Seriosität, Liquidität des potenziellen Handelspartners kommuniziert, komplex und kompliziert und für Handlungsgehilfen und Lehrlinge nicht ohne Tücken. Briefsteller boten häufig tabellarische Übersichten, welche Anreden für welche Zielgruppen als standesmäß galten. Kaufmännisch orientierte Briefsteller rieten allerdings dazu, die Anrede respektvoll, aber einfach zu gestalten, handelte es sich um Briefe zwischen Handelspartnern. Der Berliner Verleger Nikolai regelte die Vereinfachung der Anrede mit dem Rezensenten seiner Allgemeinen Deutschen Bibliothek, es war eine sehr umfängliche Korrespondenz, sogar vertraglich, so ein Hinweis von Adolf von Knigge in einem Schreiben vom 9. Juli 1779, wo er diese Abmachung explizit begrüßte. Das Gesamterscheinungsbild eines Geschäftsbriefs, Qualität des Papiers, Haptik und formale Gestaltung avancierten im 18. Jahrhundert fast schon zu einem Äquivalent der modischen Kleidung. Lothar Müller bringt dies auf den Punkt, wenn er sagt, für den Kaufmann stellte das Schreiben einen Passivwert dar, der notwendig war, um den Aktivwert des Geschäftes zu erzielen. Die optische Konzeption eines Geschäftsbriefs erfüllte zugleich die Funktion eines Ordnungssystems für Absender und Empfänger, die Geschäftskorrespondentia archivieren mussten. Es empfahl sich deshalb, auf dem Briefbogen links oben den Namen des Empfängers zu notieren, das schon, um sicherzugehen, dass der richtige Brief dem richtigen Kuvert zugeordnet wurde,
wenden, beispielsweise im Verfahren des Einschluss oder 2-3 Seiten dann in ein Kuvert getan werden sollten, dass dann auch vielleicht der Handlungsgehilfe hier nichts verwechselt. Andererseits aber auch, um die nach Nachnamen der Adressierten sortierten Briefablagen durchsuchbar zu machen. Die Anbringung dieser Ordnungsvermerke meist an der oberen Seite und bei Nikolai jedenfalls durchgängig mittig ermöglichte es, die Briefe raumsparend zu falten und zu bündeln. Das Bündel musste nicht geöffnet werden, galt es, einen bestimmten Brief herauszusuchen. Das ist das Modell, in Anführungsstrichen Daumenkino. Man hat den Brief, ich habe es einmal ja mit durchprobiert, also wenn man den dann gefaltet hatte, hatte man den nicht sozusagen in die Kuvertfaltung gebracht, sondern möglicherweise nur schmaler gefaltet. Und wenn man dann mittig Jahresdatum, Jahr, Datum und Gräf oder einen anderen Verlegernamen stehen hatte, hatte man also das Jahr, ein Bündel, eine Bandage drum gemacht und dann konnte man wie ein Daumenkino durchgehen und dann war man bei FFF Frommann und dann konnte man den Brief rausziehen. Also das war das Modell sozusagen für die Briefbündelung, die Archivierung, und es gibt noch viele Beispiele im Sächsischen Staatsarchiv in Leipzig, auch für Brockhaus sozusagen für das frühe 19. Jahrhundert, dass man das nach Jahren und innerhalb der Jahre dann nochmal nach Namen sortiert hat. Papier war also in allen seinen Formaten und Ausfertigungen ein elementarer Bestandteil von Handels- und Finanzströmen, von kaufmännischen Transaktionen, von Buchhandels- und Verlagsgewerbe. Das mobile und nach fixen Normen faltbare Papier stand im Zentrum einer sich herausbildenden vorindustriellen Logistik im Verlagsgewerbe. Vorindustriell deswegen, weil eigentlich die Entwicklung, Entstehung von Logistik, sozusagen auch wirklich mit Blick auf das Transportwesen, erst Mitte des 19. Jahrhunderts verortet wird, auch dass es in Lehrbüchern entsprechend so ausscheint. Gleichwohl scheint mir es legitim, mit dem Vorsatz vorindustriell Logistik für das Verlagskontor in dieser Zeit zu verwenden. Das Verlagskontor über klare Hierarchieebenen und Kompetenzzuweisungen sowie einen ausgeprägten Formalisierungsgrad entwickelt sich das Kontor zu einer bürokratischen Organisationseinheit, zur Schaltstelle in einem Netzwerk, das sich als flexibel, frei von hierarchischen Stufungen mit geringem Formalisierungsgrad präsentierte. Die Herausforderung im Kontor war es, die Modelle Bürokratie und Netzwerk kompatibel zu gestalten, wobei Bürokratie hier zunächst im Sinne eines Ordnungssystems, wir haben inzwischen immer mehr Studien, die sich mit dem Paperwork beschäftigen, das ist sogar komplexer, als jetzt hier erstmal Bürokratie für das Ordnungssystem aufgefasst ist. Die Organisation von Warenströmen und Informationen mit der Distribution von Waren und Informationen galt es optimal zu verflechten. Während die Netzwerkbildung vor Reputation, Kultur und Vertrauen stand, stand bürokratische Ordnung, Organisation für Effizienz und Effektivität des unternehmerischen Handelns. Das Kontor war logistisches Zentrum eines Verlagsunternehmens, eine Abteilung innerhalb der unternehmerischen Gesamtorganisation, die für Planung, Steuerung, Optimierung von Warenströmen, Bücherströmen verantwortlich war, für deren reibungslosen Transport, für die Lagerhaltung, Kommissionierung und Umschlag sowie für Verpackung und Vertrieb. Diese Abbildung findet man im Journal des Luxus und der Mode, eine herausragende Quelle, wenn man sich mit Möbeln, mit künstlichem Licht, was auch immer, Interieurs von Privatwohnungen oder Büros beschäftigt. Das ist sozusagen das Idealkontor, das beschrieben wird, wo man sitzen und stehen kann. Also man war sich im Klaren, dass ein Verleger natürlich im Grunde die meiste Zeit seines Verlegerlebens in der Schreibhaltung verbringt. Und damit hatte man alle Raffinessen sozusagen im idealtypischen Kontor mit verbunden. Man sieht diese verschiedenen Kästchen, Systeme, Schubladen, die alle genau in dem Format waren, wie Briefkuvert, wie die Briefe, wie Formulare, sodass der Verleger im Grunde, wenn er mal auf dem Hocker saß oder stand, nie gehen musste von A nach B, sondern alles immer in Griffweite einsortieren und vor allem auch wiederfinden konnte. Die Beschreibung dieses Schreibtisches findet sich dann auch im Journal des Luxus und der Moden auf 3-4 Seiten, eine ganz interessante Quelle in diesem Kontext.
Logistik in der Verlagsbranche des 18. Jahrhunderts bedeutete also eine enge Kooperation zwischen Buchproduktion und Distribution, wobei die Koordination der Buchzirkulation im Verlagskontor stattfand. Ein Kontor, eigentlich aus dem französischen Comptoir, Zahltisch, war im 15. Jahrhundert eine Niederlassung von hansischen Kaufleuten im Ausland und wird im Sinne von Büro und Geschäftszimmer erst seit dem 18. Jahrhundert verwendet. Der Terminus Verlagskomptoir, eine in der Verlagsbranche in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gebräuchliche Bezeichnung, war aus der Sicht des regulären Buchhandels häufig negativ besetzt, denn die Verbindung von Verlag und Kontor kommunizierte ein unternehmerisches Geschäftsmodell, das auf Effizienz und Gewinnmaximierung setzte. Und damit ist schon diese Spannung signalisiert, die uns bis heute im Buch- und Verlagsgewerbe sozusagen sich noch auftut. Die Frage, ob man Waren verkauft gegen Gewinn oder eben Kulturbücher. Und wir wissen auch, dass Bertuch hatte ein Verlagskomptor gegründet und wurde dafür auch angegriffen, für diese Namensgebung. Gleichwohl, die effiziente Ausrichtung von Arbeitsabläufen innerhalb des Kontors und der systematische Einsatz von Formularen gingen im 18. Jahrhundert eine wichtige Allianz ein. Denn die Erledigung von Schreibarbeiten, unter anderem die sehr zeitaufwendige Geschäftskorrespondenz, war ein Hauptbestandteil der Verlegertätigkeit. Professionalisierungsprozesse in Buchhaltung und Büroorganisation, die Ausdifferenzierung von Handelsbüchern, die Optimierung von Ablage- und Ordnungssystemen spiegelten sich in der Ausstattung des Kontors, in der Konstruktion von Schreibmöbeln, die, auch ein wichtiges Beispiel, Typus des Zylinderbüros, zahlreiche Schubladen und Ablageflächen auf engem Raum bot, sodass der Verleger oder Handlungsgehilfe am Schreibpult stehend keine weiten Wege hatte. Diese Neuerungen im Kontor dienten der Rationalisierung von Arbeitsabläufen, die eng abgestimmt waren mit dem externen Kommunikationssystem der Post. Auf keinem Schreibpult dieser Zeit, ob Verleger oder Autor, durften die aktuellen Postfahrpläne fehlen. Betrachtet man zeitgenössische Abbildungen eines Kontors aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, so spiegelt sich die Kernaufgabe des unternehmensinternen Logistikzentrums, kaufmännische Informationen, Daten und Dokumente zu sortieren und zu archivieren. In unmittelbarer Reichweite des Schreibpults, wo der Verleger oder sein Prokurist die Schreibarbeiten erledigte, befanden sich Regalsysteme mit Kästchen und Schublädchen und die Korrespondenz wurde nach Name des Adressaten sortiert, gebündelt in Jahrgängen und dann in die vorgesehene Schublade versenkt und Vordrucke und Formulare wurden ebenso in die vorgegebenen Ablagen einsortiert, wie wir heute, wenn wir im Schreibwarengeschäft Ablagen erwerben, haben die natürlich DIN A4-Format, Hochkant oder Querformat. Auch das ist natürlich heute alles komplett durchnormiert. Lothar Müller erinnert in seiner Studie Weiße Magie, die Epoche des Papiers, daran, dass die Regentschaft Philipp II. Von Spanien ein ausgeklügeltes und durchorganisiertes Bürokratie- und Verwaltungssystem hervorbrachte, der Regent sein weiträumiges Reich hauptsächlich über papierene Korrespondenz regierte. Literarisch verarbeitet wurde dieses Bürokratie- und Verwaltungssystem, auch daran erinnert Müller, in Goethes Egmont, Erstdruck 1788. In Egmont repräsentiert der Sekretär Richard die Papierherrschaft, der sein eigenes Tätigkeitsfeld mit den bemerkenswerten Worten beschreibt und deswegen jetzt die Erinnerung an das rote E, die Feder in der Hand, die Papiere vor mir. Modern formuliert, Paperwork, das Arbeiten mit Papieren, das Ausfüllen von Formularen oder schlicht die Erledigung von Papierkram. Je komplexer die geschäftlichen Transaktionen, je umfangreicher die zu kommunizierenden kaufmännischen Daten, je eingespielter und gleichartiger die Arbeitsabläufe, umso zielführender das systematische Einsatz von Vordrucken von Formularen zur Bewältigung der täglichen Arbeit in einem Kontor. Ein Formular ist ein standardisiertes Mittel zur Erfassung oder Aufbereitung von Daten. Bei Formularen handelt es sich um Vervielfältigungen, die der Beschleunigung von gleichartigen Geschäftsvorgängen dienen und in denen nur normabweichende Eintragungen vorgenommen werden. Auf diese Weise spart das Formular einen eklatanten Teil der Schreibarbeit und reduziert die Produktion von Fehlern durch häufige Abschriften. Formulare, ob Frachtbriefe, Pränumerationsvordrucke oder Quittungen, stellen ein Hybrid
zwischen Brief und Formular dar. Das Formular birgt eine standardisierte Nachricht, eine Kombination aus Druckschrift und Handschrift. Pränumerations- und Subskriptionsvordrucke dokumentieren beispielsweise die Auslieferung, die Zustellung der pränumerierten, subskribierten Werke, hier noch handschriftlich bei einem frühen Beispiel, aber immerhin schon unter Weglassung von bestimmten formalen Voraussetzungen. Man hat allerdings noch zwischen Anrede und tabellarischem Text einen kleinen Abstand. Und dann geht das über, und das kann man bei dem Gebauer Archiv wunderbar zeigen, dass mit frühen 1770er Jahren das plötzlich exzessiv zunimmt, dass man Formularvordrucke hat, wo nur noch handschriftlich Zahlen oder der Name des Empfängers eingetragen werden. Einer gesonderten Kuvertierung bedurfte es bei diesen Vordrucken nicht. Vordrucke wurden dem jeweiligen Geschäftsvorgang zugeordnet. Die Auslieferung, Zustellung, Rücksendung, Stornierung von pränumerierten Werken und so weiter mussten allerdings auch zunehmend zudem in spezielle Verzeichnisse übertragen werden. Auch das kann man beim Verlagsarchiv Gebauer wunderbar nachzeichnen, weil dort ausnahmsweise, das ist ganz selten, alle Geschäftsbücher soweit erhalten sind. Wir haben ein Briefkopierbuch, wir haben ein Pränumerationsbuch, wo einem auch nochmal deutlich wird, wie wahnsinnig viel diese Verleger oder Handlungsgehilfen schreiben mussten, weil ein Briefkopierbuch nichts anderes heißt, dass man den Brief, den man abschickt, vorher erstmal noch ins Briefbuch abschreibt, damit man eine Kopie hat. Umso sinniger ist es, dass man versucht hat, früh Techniken zu entwickeln, um den Abschreibeprozess zu reduzieren. Und das sind für das frühe 19. Jahrhundert die Abklatschbriefbücher, dass man versucht hat, sozusagen über besondere Tinte den Brief so zu verfassen, dass man, wenn man dahinter ein dünnes Papier eingelegt hat, das leicht angefeuchtet war, dann hat sich sozusagen in Spiegelschrift dieser Brief durchgeschlagen, und das nennt sich Abklatschbücher. Auch da haben wir ein Beispiel. In Leipzig ist noch das von Brockhaus, ist noch ein Abklatschbuch vorhanden. Und da war natürlich dann das Spiegelverkehrte nicht so dramatisch wie die Zeitersparnis, dass man sozusagen schon eine Form von Kopie hatte und das nicht komplett neu abschreiben musste. Dann musste noch ein Eingang, ein Briefausgangsbuch geführt werden. Da reden wir noch nicht von den Handlungsbüchern. Oder Pränumerationsverzeichnisse. Und deswegen ist mir das für Gebauer so augenfällig, dass man mit den frühen 1770er Jahren ganz massiv auf Formulare sich umstellt. Und der Wunsch wäre ja, dass das Nikolai-Archiv alsbald denselben Weg geht und man sich auch solche Entwicklungen mal nachzeichnen kann und auch nochmal verstärkt auf Formalisierungsprozesse achten kann, wenn man dann Halle, Gebauer, Nikolai, Berlin und andere Verleger miteinander vergleicht. Frachtbriefe dagegen wurden im 18. Jahrhundert so gefaltet, dass sie jederzeit, das war anders als beim Geschäftsbrief, wieder geöffnet und geschlossen werden konnten, waren also im Gegensatz zum Geschäftsbrief nicht versiegelt. Dieses Vorgehen war der besonderen Funktion des Frachtbriefs geschuldet, denn Frachtbriefe mussten nach jedem Arbeitsvorgang beziehungsweise nach jeder Beförderungsetappe aktualisiert werden, unterschrieben werden, gestempelt werden. Frachtbriefe sind warenbekleidende Instruktionspapiere, die ausgehend vom Absender über alle nachfolgende Beförderer, Spediteure, Lagerhalter bis hin zum Empfänger akribisch Menge und Beschaffenheit des Frachtguts dokumentierten, gegebenenfalls Lieferungshindernisse, Zustellprobleme festhielten. Grundlegende Eigenschaft von bestimmten Formen von schriftlichen Anweisungen auf Vordrucken, und hierin unterscheiden sie sich von Geschäftsbriefen, war es, dass beispielsweise Wechsel- und Frachtbriefe Geld- und Warentransfer im eigentlichen Sinne initiierten, ohne dass der Kaufmann oder Verleger in diesem Fall selbst mobil werden musste. Eine Beobachtung, den die Zürcher Wissenschaftshistorikerin Monika Dommann in ihrem lesenswerten, es sind noch Beispiele, kann man auch nachher noch mal zeigen, man sieht, dass immer mehr Text gedruckt ist und man nur noch, selbst die Anrede mittlerweile dann, je mehr man in die Ende des 18. Jahrhunderts geht, auch die Anrede schon neutral mit abgedruckt wird. Eine Beobachtung, die
den die Züricher Wissenschaftshistorikerin Monika Dohmann in ihrem lesenswerten Aufsatz Verbandelt im Welthandel Spediteure und ihre Papiere seit dem 18. Jahrhundert aus dem Jahr 2011 zu der These veranlasste, dass Normen das Zentrum der Logistik seien und ihren Ursprung im Gebrauch von gefaltetem Papier hätten. Dohmann spricht jedoch von der Erfindung der Logistik erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts, im Kontext der Entwicklung von Transporttechniken und Beförderungsmitteln zur Distribution von Warenmassen. Hinweis genug, im 18. Jahrhundert von einer vorindustriell geprägten Form von Logistik zu sprechen, sorgfältig zu differenzieren. Dem Logistiker oblagen die Lagerverwaltung, der Transport, Verpackung und Bestellwesen, Produktionswesen und Einkauf. Lehrbücher charakterisierten den Logistiker fortan ein höherer Angestellter mit Anweisungsbefugnis, gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als jemand, der Distributionsnetze aufbaut und langfristig aufrechterhält. Der Logistiker in der Verlagsbranche im 18. Jahrhundert war entweder dies in kleineren, inhabergeführten Unternehmer, der Verleger, der Inhaber selbst oder aber der Prokurist mit entsprechender Entscheidungsbefugnis. Der Verlagslogistiker war angehalten, die Büchermassen in Bewegung zu halten. Er musste teure Lagerhaltung von Büchern womöglich, wo immer möglich, vermeiden. Der entscheidende Impuls für die Ingangsetzung der Zirkulation von kaufmännischen Informationen, von Geld- und Warenströmen, von Bücherströmen, fand also im Kontor statt. Eine elementare Aufgabe im Verlagskontor war außerdem die Unterbindung von jeglicher Form von Informations- und Datenverlust mittels einer systematischen Organisation von Informations- und Datenströmen durch eine professionelle Ablage von Dokumenten, die insbesondere eine Durchsuchbarkeit des Informationsbestandes nach bestimmten Suchkriterien, eine zügige Rekonstruktion von geschäftlichen Transaktionen sicherstellten. Kommen wir zum Fazitausblick. Fassen wir nochmal zusammen: Mit Hilfe des mobilen, nach festgelegten Standards faltbaren Papiers, ob in Gestalt eines buchhändlerischen Geschäftsbriefs oder eines Formulars, unterhielt der Verleger seine grenzübergreifenden Handelsnetze, bediente die von ihm erschlossenen Absatzmärkte und kontrollierte seine Handelsräume. Ausgangspunkt von allem seinem kaufmännischen und verlegerischen Wirken war das schreib- und zeitökonomisch professionell durchorganisierte Verlagskontor. Der Fokus dieses Vortrags lag jetzt auf dem 18. Jahrhundert, auch deshalb, weil sich diese Entwicklung am Beispiel des schon genannten Gebauer Archivs in Halle besonders gut dokumentieren lässt. Hoffentlich, ich hatte es schon zum Ausdruck gebracht, auch bald am Beispiel des Verlagsnachlasses des Berliner Verlegers Nicolai. Ziel ist es aber, einen Blick einerseits auch in die kaufmännische Organisation und Korrespondenz des 16. und 17. Jahrhunderts zu werfen, andererseits die hier skizzierten Professionalisierungs- und Normierungsprozesse bis weit in das 19. Jahrhundert hinein zu verfolgen, wenigstens bis zur Reichsgründung, zumal seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts verlegerische Korrespondenzen flankiert wurden von geschäftszirkularen und buchhändlerischen Fachzeitschriften, also einer weiteren Professionalisierung und Optimierung des brancheninternen Informationsaustausches flankiert war. Die Quellenlage, beispielsweise die Verlagsnachlässe von Leipziger Verlegern im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig oder des Berliner Verlegers Georg Bondi, allein in seiner Eigenschaft als Verleger von Stefan George, ist hier vielversprechend. Zu vertiefen gilt es zudem die Entstehung und Entfaltung von Bürokratie, Paperwork, beginnend im frühneuzeitlichen Europa. Interessant hier Studien aus dem angloamerikanischen Bereich, beispielsweise von Ben Kafka, The Demon of Writing, aber auch der neuerliche Blick in Brodels Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipp II. Hat sich in diesem Kontext als ausgesprochen anregend erwiesen. Ein ausdifferenziertes bürokratisches System hatte beispielsweise der Vatikan hinsichtlich der Literaturüberwachung und Indizierung von Büchern bereits im 16. Jahrhundert entwickelt, ein Modell mit Vorbildcharakter für ganz Europa. Professionalisierung, Normierung und Beschleunigung von Informations- und Warenströmen im Verlagsgewerbe spiegeln sich im Kontor. Das Kontor lieferte entscheidende Impulse für den zunehmenden Einsatz von Formularen, für den Übergang von buchhändlerischem Geschäftsbrief zum Vordruck, ohne das erste Medium zu verdrängen oder gar zu ersetzen.
Entscheidende Voraussetzung für das Aufspüren dieser Transformationsprozesse und für deren zeitliche Verortung ist die exzessive Lektüre von Autor-Verleger-Briefwechseln des 18. und 19. Jahrhunderts. Und in diesem Lektüreprozess befinde ich mich noch immer. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.